Herzlich willkommen. Ich bin Maxi Zöllner, Gesangspädagogin und Sprechtrainerin. Seit 25 Jahren bin ich freiberuflich und fahre im ganzen deutschsprachigen Raum herum. Ganz besonders verbunden bin ich der VHS Bingen, weil man hier so unglaublich kreativ und frei arbeiten kann mit diesem super tollen Team. Herzlichen Dank für diese Einladung. Ja, der Stream heißt Die Stimme und ihre Möglichkeiten, Inspirationen für alle, die daheim bleiben. Wir müssen ja jetzt alle daheim bleiben, unterschiedslos, egal ob alt oder jung. Und deswegen habe ich für diese Stunde so eine Art Rundumschlag, so eine eierlegende Wollmilchsau vorbereitet und möchte zeigen, wie man zu Hause singen kann, wie man zu Hause mit Kindern sprechen und singen kann, wie man zu Hause etwas für die Stimme fürs Business später hernach tun kann und auch, wie man vielleicht über Singen Kontakt mit alten Menschen herstellen kann. Zuerst würde ich gerne mal erklären, was es eigentlich mit diesen Begriffen Kopf- und Bruststimme auf sich hat. Die geistern ja durch die Landschaft, in Chören wird das oft benutzt, aber wenn ich nachfrage, wissen viele gar nicht genau, was damit gemeint ist. Also, ich habe hier wie in der Kochshow schon mal was vorbereitet. Das hier ist ein senkrechter Schnitt durch den Kehlkopf. Hier unten ist die Luftröhre, das sind die Stimmbänder, das hier sind die morganischen Taschen und hier oben würde der Mundraum weitergehen. Die Bruststimme ist das, womit ich gerade spreche. Bei der Bruststimme schwingt hier das ganze Stimmband. Die Kopfstimme sind die gleichen Stimmbänder, aber wenn die Kopfstimme aktiviert ist, schwingt eine Schleimhaut, die auf den Stimmbändern liegt, und der schmale innere Rand der Stimmbänder. Die Kopfstimme klingt dadurch zart und weich und ein wenig gehaucht eventuell, und die Bruststimme klingt kräftig und massiv. Die Bruststimme wird am leichtesten ausgelöst durch den Vokal A. Das ist die Bruststimme. Und die Kopfstimme wird am leichtesten ausgelöst durch den Vokal U. Kopfstimme. Nicht jedes U ist Kopfstimme, nicht jedes A ist Bruststimme, aber in der Tendenz. Klingen tut das so. Ich singe es mal vor, danach können Sie es auch mal nachsingen, wenn Sie möchten. Einmal eine Tonleiter in Kopfstimme. Das klingt so. La 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 la. Hören Sie, das ist zart und duftig. Ich mache es doch mal, wenn Sie wollen, können Sie mitmachen. La 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 la. Die Bruststimme klingt so auf gleicher Tonhöhe. La 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 la. Sie können das ja mal mitmachen. Ich weiß nicht, ob Ihre Nachbarn auch zu Hause sind. Ich hoffe es. Die Bruststimme geht durch die Wände, aber probieren Sie es ruhig mal. Härten Sie sich ab, das ist nichts Verbotenes. La 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 la. Das sind diese beiden Extreme. In Wirklichkeit, bei differenziertem Gesang, wird sich das immer mischen. Mal mehr Kopf, mal mehr Bruststimme, etwas mehr von dem rot eingezeichneten, etwas weniger. Wir haben dafür auch Hörbeispiele vorbereitet. Als erstes hören Sie jetzt mal Audrey Hepburn, wie sie in dem Film Frühstück bei Tiffany's dieses wunderbare Lied Moon River singt. Das ist ein Beispiel für ein ganzes Lied, faktisch nur in Kopfstimme. Style someday.
you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. Ja, leider können wir das nicht zu Ende hören. Obwohl das auf YouTube ist, können wir es nicht vollständig spielen. Grausam. Aber Sie haben jetzt die Melodie gehört und wenn Sie wollen, können Sie mal mitüben. Wir singen jetzt Moon River auf Lu. Wir üben also die Kopfstimme. Singen Sie einfach mal mit. Lu, lu. Merken Sie, das ist ein zarter, duftiger Ton, der geht nicht durch die Wände, den können Sie gefahrlos für sich zu Hause üben, so viel Sie wollen. Wenn Sie einen Schritt weiter gehen möchten, können Sie die Silbe Lü nehmen, also L-Ü, wie Übung, und singen dieses oder ein anderes Lied auf Lü. Ich mache es mal vor, dann hören Sie gleich, dass Lü ein bisschen mehr Sound ergibt als Lu. Lü. Merken Sie, Lü wird automatisch ein bisschen lauter. Wenn ich das jetzt auf La singen würde, ginge das schon in Richtung Bruststimme. Die Bruststimme ist aber anstrengender zu singen als die Kopfstimme und auch die, Sie hören das vielleicht, die beim Sprechen sehr oft benutzt wird, das heißt, die ist eh dominant. Üben muss man, wenn man die Stimme, die Gesangsstimme ausbauen möchte, die Kopfstimme. Und auf diese Weise können Sie jetzt jedes Lied, das Sie kennen, auf Lu oder Lü singen. Wenn Sie irgendwo Gesangsunterricht nehmen sollten, dann können Sie das auch machen, weil diese Art des Singens ist mit jeder Technik kompatibel. Das widerspricht überhaupt keiner einzigen Schule. Und damit könnten Sie jetzt einfach die Zeit, bis es in Ihrem Unterricht, wo Sie angemeldet sind, weitergeht, überbrücken. Jetzt würde ich gern, dass wir das Tonbeispiel für die Bruststimme hören. Da haben wir Shirley Bassey, die singt Does Anybody Miss Me? Als Beispiel für ein Lied, was faktisch durchgängig mit Bruststimme gesungen wird. Ja, genau, so wieder raus. Oh Gott, ich gewöhne mich daran nicht. Das nennt man auch Belting, diese Art des Singens mit der Bruststimme. Dazu kann ich Ihnen keine Tipps geben, weil ich das nicht kann. Ich habe klassischen Gesang studiert. Aber wenn Sie das nachmachen möchten, schädlich ist das nicht, wenn Sie zwischendrin immer wieder schön zu Lu und Lü zurückkehren. Sie können auch als weite Inspiration ein Lied, das Sie kennen, mit Fantasietext versehen. Das wäre bei Moon River zum Beispiel Bla Jura Mu Kashemade La Pishimakuru Fasu oder so. Das also ganz irgendwelche Silben ganz schnell kreativ erfinden und singen. Das ist auch gut für die stimmliche Entwicklung. Was ich jetzt gesagt habe, sind Basics, die für Männer und Frauen gelten, für hohe und tiefe Stimmen und die so eine allgemeine gesangliche Basis legen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Jetzt käme ein Cut oder es kommt ein Cut und jetzt möchte ich was zum Stimmen
viel zur Kinderstimme sagen und zum Umgang mit Kindern in Bezug auf Sprechen und Singen. Vielleicht durch die Einrichtung, durch den Lärmpegel, haben die sich so eine Brüllstimme angewöhnt, die zu Hause äußerst nervig sein kann, vor allen Dingen, wenn die jetzt so viel zu Hause sind. Und die Kinder werden davon auch teilweise heiser. Aber es geht mir jetzt ehrlich gesagt hauptsächlich um die Nerven der Erwachsenen. Und ich würde Ihnen jetzt gerne mal eine kinderlautmalerische Geschichte vorstellen, mit denen man Kinder für einen sanfteren Stimmklang sensibilisieren kann, weil die viele Kopfstimmelemente enthält. Das werden Sie gleich wiedererkennen. Wenn Sie jetzt ein Kind haben, könnten Sie es mal herholen, weil ich präsentiere das jetzt wirklich wie für Kinder. Der Geisterberg. Paul und Nora wandern zur Spitze des Berges. Paul macht große Schritte. Tap, 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 tap. Nora macht kleine Schritte. Tap, 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 tap. Es ist anstrengend, der Berg ist steil, sie stöhnen. Oh, oh, es ist anstrengend. Oben auf dem Berg ist die Aussicht wunderbar, sie staunen. Oh, oh, sieht man weit. Oh. Es weht ein zarter Sommerwind, der macht hui, hui, hui. Sie öffnen das Burgtor, es knarzt. Mäuse flitzen erschreckt davon, in die Ecken. Im Burghof weht ein unheimlicher Wind, der macht hui. Vorsichtig gehen die beiden die Kellertreppe hinunter. Paul macht tap, 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 tap. Die Nora tap, 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 tap. Sie stößt an ein Steinchen. Tipp, 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 fällt das Ständchen die Kellertreppe hinunter. Im Keller ist es dunkel und feucht. Es fallen Tropfen von der Decke herab. Große Tropfen, die machen blop, 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 blop. Und kleine Tropfen, die machen an einer Stelle sind ganz viele Tropfen. Blip, 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 blip. Da plötzlich steht eine Gespensterfamilie vor ihnen. Der Gespenstervater macht die Mutter macht das große Gespensterkind macht und das kleine Gespensterkind macht Paul und Nora erschrecken sehr. Machen Sie. Schnell rennen Sie die Treppe rauf. Tap, 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 tap. Oben angekommen. Ich kann das ohne Brille so schlecht sehen. Oben angekommen. Knarzt. Nee, was ist da? Der weht wieder der Wind. Hui, hui. Sie öffnen das Tor. Und draußen glücklich über ihre Rettung. Seufzen Sie erleichtert auf. Geschafft. Gerettet. Der Sommerwind weht und macht hui, hui. Und von weit her hören sie die Glocken aus dem Tal. Es schlägt 6 Uhr. Bong, 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 bong. Paul erschreckt. Der Wecker klingelt. Er hatte alles nur geträumt. Ende der Geschichte. Metaebene. Sie hören, ich habe viel Geräusche gemacht wie uhuhu und oh und erschrecken und seufzen. Das sind alles Randstimmgeräusche. Und Sie können sich merken, diese Art von Geräuschen und ist immer gut und macht die Kinderstimme weich und zart. Sie können also danach andere geliebte Geschichten der Kinder mit dieser Art Geräuschen anreichern. Sie können auch das Kind
Geräusche erfinden lasst für eine Geschichte, die es schon kennt, aber dann vielleicht keine allzu lange Geschichte nehmen, weil das macht Kindern manchmal sehr viel Spaß und man muss das dann vielleicht immer wieder machen. Das zum Sprechen von Kindern. Man kann aber auch mit Kindern ja singen. Und da würde ich jetzt gerne für etwas ganz, ganz Einfaches werben, und zwar für die Rufterz. Die Rufterz ist das, was so klingt. Hallo, huhu, komm mal. Das ist, nennt man Rufterz. Und für kleine Kinder ist Rufterz das Beste, um eine Basis für die musikalische Entwicklung, für die westliche Musik zu legen. Es gibt auch viele Kinderstücke, die so anfangen, zum Beispiel Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen, wer will schönen Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen, Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Schieb ihn in den Ofen! Sowas zum Beispiel. Das ist kein läppisches Kinderding, was pädagogisch wertlos sei, sondern das ist musikalisch gesehen das Wertvollste, was man haben kann. Das ist nämlich die Wurzel, das ist die Basis. Da gibt es auch zum Beispiel das Lied Liebe, liebe Sonne, komm ein bisschen runter, lass den Regen oben, dann wollen wir dich loben. Einer schließt den Himmel auf, kommt die liebe Sonne heraus. Oder Hoppe, Hoppe, Reiter. Also Lieder, die so klingen, sind wirklich gut für Kinder. Auf Kinderkassetten und Kindermusik, was es da alles so gibt, sind oft sehr poppige Songs, die von Erwachsenen letztlich für Erwachsene gemacht werden, weil Erwachsene ja dann die Tonträger kaufen und das einschalten. Aber in Wirklichkeit brauchen die Kinder diese ganz einfachen Sachen und wenn sie sich an sowas erinnern, können sie das tun. Präsentieren Sie so etwas wie etwas ganz Kostbares. Ich mache Ihnen das mal vor mit alle meine Entchen. Kann ich anfangen? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ich mache es nochmal, falls ein Kind zuguckt. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Wenn man das so sieht als so etwas, dann ist so ein Lied kein läppisches, jetzt muss ich hier gucken, kein läppisches Kinderlied, sondern etwas ganz Kostbares. Ich habe auch ein anderes Lied. Das mache ich, glaube ich, auf dieser Höhe, ne? Ich war mal auf dem Dorfe, da gab es einen Sturm, da zankten sich fünf Hühnerchen um einen Regenwurm. Und als der Wurm nicht war zu sehen, da machten alle Piep, da hatten die fünf Hühnerchen einander wieder lieb. Ein Schelm, wer dabei an Klopapier, Mehl, Hefe und sowas alles denkt. Wenn der Anstoß des Wettbewerbs weg ist, kann man sich wieder vertragen. Was ich Ihnen damit zeigen will, das ist natürlich ein besonders schönes Spiel, mit dem ich schon als Kind aufgewachsen war. Also falls meine Mama das sieht, jetzt freut die sich. Aber Sie können jedes Lied, was Sie kennen, einfach mit einem Spielzeug kombinieren oder mit irgendeinem Gegenstand aus dem Haushalt, das dazu rhythmisch bewegen und auf diese Weise fast eine musicalartige kleine Show entwickeln. Was auch eine gute Sache ist zu Hause, Kinder reagieren ja auf so gewollte Pädagogik dann normalerweise mit Nein und Ablehnung. Man kann, wenn man das Kind zum Singen verleiten möchte oder selber gerne mit singen möchte, einfach, ohne jetzt zu sagen, komm mal her und setz dich hin und jetzt singen wir, einfach, während man den Tisch abwischt oder rumläuft oder irgendwas macht, auf Lululu oder Lülülü Kinderlieder vor sich her singen. Ich habe schon erlebt, dass auch ein sehr
singfreudiges Kind auf einmal anfängt, vor sich hinzusingen und mitzumachen. Also eine Absichtslosigkeit inszenieren. Auf der Website www.lieder-archiv.de gibt es massenhaft Lieder. Und wenn man sich nur an ein Lied irgendwie rudimentär erinnert, da könnte man den Text finden. Also auch mit Kindern kann man zu Hause etwas machen, ganz niederschwellig. Man muss nicht auf Videos von der Musikschule warten und denken, man brauchte immer Anleitungen. Man kann ganz einfache Dinge machen. Und nicht denken Sie bloß nicht, ich wiederhole mich jetzt, ich weiß, aber es ist so wichtig, vielleicht haben Sie auch gerade erst beigeschaltet. Die Rufterz, bam, 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 alles wie Backe, Backe, Kuchen, ist das Beste überhaupt. Gut, so viel zu Kindern. Jetzt mache ich wieder einen Cut. Jetzt geht es um Berufstätige, die im Homeoffice sind oder, wie man so schön sagt, mobil arbeiten derzeit. Da würde ich Ihnen jetzt gern zwei Voice-Hacks, kann man das vielleicht sogar nennen, zeigen, mit denen Sie ohne weitere Anleitung im Homeoffice etwas für Ihre Stimme tun können, mit sehr wenig Zeitaufwand, sodass hernach vielleicht bei Präsentationen oder bei öffentlichem Sprechen Ihre Stimme und Artikulation geschulter funktioniert oder Sie mehr das Gefühl von Kontrolle haben oder einfach Ihre Stimme besser klingt. Und zwar das eine ist ein Training der Mundöffnung. Es ist so, wenn das Kinn sich weiter nach unten bewegt beim Sprechen, dann müssen Lippe, Zunge und Gaumen weitere Wege zurücklegen, während sie ein Wort bilden. Und wenn die weitere Wege zurücklegen müssen, wird das sozusagen klarer und vergrößert und der Text, den man sagt, wird verständlicher. Geöffnet wird das Kinn in diese Richtung. Richtung Hals. Es fühlt sich an wie ein Viertelkreis Richtung Hals. Ein Fehler wäre es, nicht nachmachen, nur schauen, wenn man so machen würde. Nicht das Kinn nach vorne schieben, manche verwechseln das. So wird das Kinn geöffnet. Und am besten üben Sie das, was ich jetzt vormache, hernach mit einem Spiegel, damit Sie sich kontrollieren können, ob irgendwelche Mitbewegungen in der Stirn oder um die Schläfen oder in der Nase entstehen, die die Mimik stören. Also Stirn und Augen soll alles ganz relaxed bleiben. Wir sagen jetzt, um das zu üben, einfach Worte mit langem A und machen dabei den Mund weit auf. Zum Beispiel das Wort Fahrrad wäre dann Fahrrad oder Made, Made, Amen, Straßenbahn, Straßenbahn oder Walrat, Walrat oder Sarah, Sarah oder Blase, Blase. Und sehen Sie bei Made und Amen und Blase, sobald ich kein A spreche, geht das Kinn ganz locker hoch. Also Made, Blase oder Straßenbahn nochmal, Straßenbahn. Sowas ist ein Artikulationstraining. Damit übt man diese Mundöffnung. Man sagt ja auf Deutsch auch, beißt die Zähne zusammen und durch. Vielleicht beißen wir im Moment alle ein bisschen die Zähne zusammen in diesem Homeoffice und wollen endlich wieder raus. Es gibt ja Menschen, die das nicht unbedingt genießen. Und dieses ganze Zähne zusammenbeißen und durch bedeutet, dass man hier fest wird und anfängt zu nuscheln. Also was wir jetzt gerade gemacht haben, ist quasi ein Anti-Nuschel-Training. Dass ich jetzt hier nicht mit Nuscheln aufhöre, mache ich jetzt wieder Amen, Made. Also, Abraham, es gibt Worte noch und nöcher. Da können Sie nehmen, welche Sie wollen, aber wichtig ist im Spiegel gucken, dass hier keine Falten entstehen. Das ist die eine Übung. Die andere Übung ist eine, bei der, falls Sie vorhin schon zugeschaut haben, jetzt wirklich die Stimmbänder trainiert werden. Das war eben für die Artikulation. Jetzt trainieren wir die Stimmbänder und zwar, ich mache es vielleicht erstmal vor, dann kommt die Erklärung. Die Übung geht so. Huuu.
macht also einen großen Tonumfang. Dabei werden die Stimmbänder gestrafft und wieder gelockert. Das U ist die Randstimme, da werden sie verdünnt. Das A ist die Bruststimme, da werden sie verdickt. Also wenn Sie so etwas Einfaches zu Hause machen wie während Sie zum Beispiel am Drucker stehen und warten, dass da irgendwas rauskommt, üben Sie ein Modulationstraining für Ihre Stimmbänder oder besser gesagt, machen Sie bereit für lebendige Modulation hernach beim Sprechen. Weil wenn die Stimmbänder so in diesem Üben so schön gedehnt werden, das ist genauso wie beim Sport, wenn Sie beim Sport die Muskeln auch dehnen und mal versuchen, den Boden zu erreichen, dann läuft der ganze Körper besser und alle Bewegungen fallen leichter. Und genauso ist es bei der Stimme und der Betonung auch. Mit dieser Löwenübung können Sie überhaupt nichts falsch machen. Einzige Fehlerquelle vielleicht doch, man kann natürlich immer irgendwas falsch machen, einzige Fehlerquelle wäre, dass man zu tief runter geht. Das wäre dann irgendwie sowas. Das ist nicht gut. Man hört auf, wenn die Stimme noch gut klingt. Und weg. Damit kann man unglaublich gut Wartezeiten füllen am PC. Und statt dann immer gleich loszusurfen oder auf irgendwelche Internetportale zu gehen, kann man das machen. Das dauert 5 Sekunden oder so. Und wenn man das dann hochsummiert, kommt da eine Menge Stimmtraining bei raus. Ich übe ehrlich gesagt auch nur so. Ich stelle mich nicht zu Hause hin und denke, oh, jetzt übe ich mal meine Stimme. Ich baue das alles so in Alltagsbewegungen und Alltagsgeschichten ein. Und das können Sie auch machen. Jetzt habe ich die zu stark umgestinkt. Jetzt würde ich Ihnen noch gerne einen Trick zeigen, wie Sie im Homeoffice Ihre Gestik trainieren können, weil es spricht ja nicht immer die Stimme und der Mund allein, sondern der ganze Mensch spricht. Der Körper macht ja immer mit. Und zwar können Sie dafür einfach anfangen, Ihre Gestik, die Arme und Hände rhythmisch zu bewegen. Wenn man anfängt, einfach solche rhythmischen Bewegungen zu machen beim Sprechen, befreit man diese ganze Geschichte und die Gestik wird intuitiv und farbenreich. Am besten übt man das mit Gedichten. Und da können Sie sich mal ein Gedicht ausdrucken. Wir nehmen jetzt hier mal das Hexen-Einmal-Eins. Hast du es eingeblendet? Wir nehmen mal das Hexen-Einmal-Eins. Wenn Sie wollen, können Sie gleich mitmachen. Aber ich mache erst einmal vor. Ich mache es zweimal. Das Training geht einfach so. Das Hexen-Einmal-Eins. Du musst verstehen. Aus 1 macht 10, die 2 lass gehen, die 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4. Aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen-Einmal-Eins. Ich habe jetzt einfach rhythmisch die Arme bewegt. Sie sehen ja den Text, machen Sie doch mal mit mir gemeinsam. Sie können das imitieren, müssen aber nicht, es geht nur um den Rhythmus. Du musst verstehen. Aus 1 macht 10, die 2 lass gehen, die 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4. Aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen-Einmal-Eins. So macht man das. Ich habe jetzt extra dieses sehr rhythmische Gedicht ausgewählt, weil man da so schön ruckeln kann. Sie können das für jeden Text nehmen. Drucken Sie sich den aus in Großdruck, sodass man das von Weitem sehen kann. Und wenn Sie irgendwelche Wartezeiten am PC haben, können Sie den Text ablesen und anfangen, die Arme und Hände, manche empfinden es mehr als Arme, manche empfinden es mehr als Hände, dazu rhythmisch zu bewegen. Das geht übrigens ganz genauso gut im Sitzen. Wenn Sie diese drei Sachen üben, also die Gestik befreien, die Modulation trainieren mit der Löwenübung und die Mundöffnung mit den langen A's machen, dann sind Sie, wenn das normale Leben wieder losgeht und die Wildbahn uns draußen wieder fordert, wirklich gut präpariert. Bei der nächsten Präsentation können Sie sich dann damit einsprechen. Sie können dieses Training immer weiterführen. Das ist kein Anfängertraining, das mache ich ganz genauso. Das ist ein professionelles Stimmtraining. Und halten sich auf diese Weise fit. Wenn Sie zweifeln und unsicher sind, schauen Sie in den Spiegel oder Sie nehmen sich mal auf.
müssen aber immer bedenken, dass diese Übungen kein normales Sprechen sind, sondern Training. Das ist, wenn Sie sich so in den Wald stellen und irgendwie eine Dehnungsübung machen, hat das ja auch mit normalem Gehen auf der Straße nichts zu tun. Also dieses Stimmtraining unterscheidet sich vom normalen Sprechen, damit es das normale Sprechen auf eine andere Ebene hebt. So, viel Erfolg damit. Das wollte ich dazu machen. So, Cut. Jetzt noch ein paar Ideen, wie man kreativ mit der Stimme umgehen kann. Das ist jetzt ganz egal, ob Business oder privat. Da würde ich Ihnen als Gersner als erstes mal zu hören geben. Ich weiß, vielleicht kennen Sie es nicht. Einen Klassiker, Gerd Fröbe, liest, ja, lesen kann man das nicht nennen, realisiert Christian Morgensterns Gedicht Windgespräch. Das erste heißt Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst. Wir Menschen denken doch, dass eine Schnecke ein kleines Gehirn hat. Und der Gedankengang, ob sie nun aus ihrem Hause heraus soll oder nicht, ist sicherlich sehr kompliziert für so ein kleines Schneckengehirn. Christian Morgenstern schrieb über diesen Vorgang ein kleines Gedicht. Und ich will nun versuchen, der Mentalität einer Schnecke entsprechend, dieses Gedicht zu interpretieren. Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst. Soll ich aus meinem Hause raus? Soll ich aus meinem Hause nicht raus? Einen Schritt raus. Lieber nicht raus. Hause nicht raus, raus und aus. Hause nicht raus, raus und aus. Ja, das war jetzt nicht das Windgespräch, das war das Gespräch der Hausschnecke mit sich selbst. Aber das zeigt das Gleiche, das sollte eigentlich ein anderes Tonbeispiel sein, das zeigt das Gleiche, wie man, was man aus einem Text herausholen kann, wenn man nicht einfach die Worte liest, sondern anfängt, mit Sprache und Stimme zu spielen. Und das ist auch etwas, was Sie zu Hause machen könnten. Das macht alleine sehr viel Spaß, aber auch zu zweit. Nehmen Sie ein Gedicht und versuchen das à la Fröbe wirklich zum Leben zu erwecken. Man kann auch, wenn man nicht singen will, rhythmische Sachen zu Hause machen, wie zum Beispiel Sprechkanons. Die kann man auch massenhaft im Internet finden. Ich zeige Ihnen mal eine, den ich sehr, sehr charmant finde. Leider weiß ich nicht, woher der kommt. Und jetzt muss ich auch die Brille aufsetzen, um den winzig kleinen gedruckten Text zu lesen. Ich fange einfach mal an und gebe Ihnen irgendwann einen Einsatz, wenn Sie mitmachen können. Und dann könnten Sie zu Hause in Ihrem Homeoffice oder wo auch immer Sie sind und ich hier im Studio in der VHS zusammen diesen Kanon realisieren. Und los geht's. Obstsalat, Obstsalat, Äpfel, Bananen, Datteln und Feigen, Orangen, Pampelmusen, Zucker, Trauben, Zimt, Muskat, Sultaninen, Zitronat, fertig ist der Obstsalat. Obstsalat, Obstsalat, Äpfel, Bananen, Datteln und Feigen, Orangen, Pampelmusen, Zucker, Trauben, Zimt, Muskat, Sultaninen, Zitronat, fertig ist der Obstsalat. Obstsalat, Obstsalat, Äpfel, Bananen, Datteln und Feigen, Orangen, Pampelmusen, Zucker, Trauben, Zimt, Muskat, Sultaninen, Zitronat, fertig ist der Obstsalat.
Obstsalat, Obstsalat und Äpfel, Bananen, Datteln und Feigen, Orangen, Pampelmusen, Zucker, Trauben, Zimt, Muskat, Sultaninen, Zitronat, fertig ist der Obstsalat. Obstsalat, Obstsalat, Äpfel, Bananen, Datteln und Feigen, Orangen, Pampelmusen, Zucker, Trauben, Zimt, Muskat, Sultaninen, Zitronat, fertig ist der Obstsalat. Einmal noch Obstsalat, Obstsalat, Äpfel, Bananen, Datteln und Feigen, Orangen, Pampelmusen, Zucker, Trauben, Zimt, Muskat, Sultaninen, Zitronat, fertig ist der Obstsalat. Kriegt man eigentlich mit, ob jemand mitgemacht hat? Also, das wäre ein Sprechkanon. Da gibt es ganze Bücher drüber, ganze Webseiten. Geben Sie einfach mal ein Sprechkanon. Das macht unglaublich Spaß, ist für die ganze Familie geeignet. Auch wenn man keine Kinder hat, macht das richtig Laune. Das ist vor allem gut für Leute, die es nicht so mit dem Singen haben. Es kann ja nicht jeder singen. Wer weiß schon, ich singe falsch und hat keinen Bock zum Singen, kann auf diese Weise Stimmmusik machen. Eine andere kreative Geschichte für zu Hause ist, sich zum Beispiel nur mit hm, 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 hm und so verständigen. Zum Beispiel, reichst du mir mal das Salz rüber? Aus dem Kontext zu Hause in der Familie ergibt sich sehr viel und das ist ein unglaublich interessantes Training. Man merkt dann, wie viel man alleine mit Betonung aussagen kann. Und man merkt auch selbst, wie viel man bei anderen alleine aus der Betonung entnehmen kann. Also das ist ein Training, was Spaß macht, aber auch die Betonungsfähigkeit steigert. Man kann auch immer bla 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 sagen oder sich mit Fantasiesprache unterhalten. Oder ähnlich wie vorhin die Lautgeschichte, man kann einen Comic lesen und immer wenn Geräusche kommen, und die kommen in Comics ja oft, macht man dieses Geräusch. Bong, bruh. Kleine Jungs sind ja oft so, die spielen dann, machen immer bruh, 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 machen solche Geräusche und das kann man als Erwachsener auch machen. Warum geben wir uns eigentlich so oft mit so wenig stimmlicher Nuance zufrieden? Besteht gar kein Grund dazu. Und dieses Zuhause-Sein jetzt ist eine wunderbare Gelegenheit, das mal auszubauen in den sicheren vier Wänden ohne Beobachtung. Sie können ja dann die Webcams zu Hause und was ansonsten an Aufnahmegeräten da ist, ausschalten. Oder eine andere Sache, die man zu Hause mal zelebrieren kann, ist Lachen. Wir lachen ja alle auf die gewohnte Art und Weise. Und warum nicht mal zu Hause anfangen, laut und schallend zu lachen? So ha 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 ha! So aus dem Lachen mal eine Nummer zu machen. Das ist ein sehr gutes Bruststimmtraining übrigens. Sehr gut ist auch, wenn man extreme Musik hört, also nicht so soft nebenbei, sondern sowas wie Nina Hagen oder extreme Sängerinnen und Sänger und versucht, diese Laute mitzumachen. Aber allein das zu hören ist schon eine tolle Sache. Und auch sehr gut ist das 1000 Jahre alte Om, Om oder Aum. Das mache ich mal im Sitzen nochmal, muss ich zu dieser Kamera. Om wird ja im Yoga gesagt, das ist ein sogenanntes Nirguna-Mantra. Das ist ein Mantra, das keine Bedeutung hat. Also egal, welcher Religion Sie angehören oder keiner Religion angehören, man kann gefahrlos Om sagen. Om ruft keine Götter in irgendeiner Form an. Götter, Om ist eher so ein Reset, was uns zurücksetzt auf den Anfang, the very beginning. Man schreibt immer Om, aber eigentlich lautet die Silbe A-U-M und dann kommt eine Pause. Oh, es ist ein Diphthong. Aum heißt es eigentlich. Und die Pause ist genauso lang wie das A, das U und das M. Ich schließe jetzt mal die Augen und mache einige Male Om, dass Sie einen Eindruck kriegen, wie man das zu Hause üben kann. Oh.
Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe angefangen, mit diesem Laut ein bisschen zu spielen. Jetzt hier vor der Kamera, muss ich sagen, ergreift mich da auch eine Befangenheit. Aber wenn Sie das zu Hause machen, vielleicht wenn Sie allein zu Hause sind, dann kann man sich da richtig hineinsteigern und das immer intensiver machen. Durch Zungen- und Gaumenbewegungen entstehen dann auch Obertöne. Das kann ganz tolle Klänge innerlich ergeben. Man kann sich dabei auch die Ohren zuhalten. Also dieses Ommen ist etwas seelisch Befreiendes, ist ein unglaublich gutes Training für die Stimmbänder und den Resonanzraum, ist beruhigend, weckt neue Energie. Es ist wirklich ein Reset. Und warum das nur in der Yogastunde mit Anleitung machen? Sie können das auch bei sich zu Hause machen. Ich habe jetzt ein relativ kräftiges, tiefes Om gemacht. Machen Sie das einfach mit Ihrer Stimme, aber wissen, vielleicht auch durch diesen Stream jetzt, dass die eigene Stimme sehr viele Möglichkeiten hat. Wenn Sie es bisher immer mit der Kopfstimme gemacht haben, machen Sie es mal mit der Bruststimme oder andersrum. Wir können auch noch kurz Schmitters jetzt zeigen. Noch ein Beispiel für ein Kunstwerk, was mit Fantasiesprache gemacht ist, könnten wir jetzt noch ein wenig reinhören, Kurt Schmitters Ursonate. Er selber spricht es, es ist ein ganz berühmtes Stück. Dauert in Wirklichkeit eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht genau. Wir hören jetzt nur kurz rein, als Beispiel für kreativen Umgang mit der Sprechstimme. Kurt Schmitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. O der Bebe, der Bebe, Fünsbe, der Bebe, Fünsbe, Be, Fünsbe, Te, Fünsbe, Te, Zeu, Pegif, Wie, der Sinnhunder, Iem, Pittelto, Te, Juka, rinzeke de bebe hinskermü, ziu hinze ziu rinskermü, rake de bebe, rum de to, ziu hinze ziu hinskermü, ziu hinze ziu rinskermü, rake de bebe, rake de bezi, fums bewe te zeu, u te te bebe fums, u B, 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 B. Das war Kurt Schmitters Ursonate. Ich gebe zu, damit verhält es sich so ein bisschen wie, ehrlich gesagt, meiner Ansicht nach oft mit Johann Sebastian Bach auch. Es macht mehr Spaß, selbst zu machen, als anzuhören. Aber wenn Sie wollen, können Sie sich diesen Text besorgen oder erfinden selbst so etwas. Das ist der Rap, würde ich mal sagen, der E-Musik, wenn man diese Unterteilung machen möchte. Gut, dann würde ich gerne ein bisschen ermutigen zum Singen mit alten Menschen. Und zwar, Singen macht ja wirklich glücklich. Und wer in Altersheimen arbeitet, weiß, auch teilnahmslos gewordene alte Menschen reagieren auf Lieder teilweise noch mit Interesse. Auch Demenzkranke reagieren auf Gesang. Und auch es gibt ja viele Alte, die sind jetzt nicht dement und auch nicht teilnahmslos, aber trotzdem alt und vielleicht allein in der Wohnung und können jetzt derzeit nicht besucht werden, sondern nur mit dem Telefon erreicht werden.
Und da möchte ich einfach dazu ermutigen, am Telefon gemeinsam zu singen. Wenn man sich besuchen kann, natürlich auch ohne Telefon. Natürlich kann man anrufen und sagen, hier, schau mal Mama oder schau mal Oma, lass uns mal was zusammen singen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder der Opa dann sagt, nee, lass mal, meine Stimme ist nicht mehr so gut wie früher und das dann irgendwie abbügelt, ist sehr hoch. Deswegen würde ich das so ein bisschen by the way so einfädeln. Und zwar kann man sehr gut einfach so tun, als wüsste man nicht mehr, wie ein Lied geht. Und fängt es nur so an zu singen und sagt, weißt du noch, wie geht das denn dann weiter? Und stellt sich etwas dumm. Und dann kommt die Hilfe vielleicht von der Oma oder dem Opa und sie fangen an mitzusingen. Oder sie singen die erste Strophe mit Text und fragen, wie denn die zweite geht. Das ist auch ein guter Trick. Wenn Ihre Mutter oder Ihr Vater oder Oma oder Opa oder wer auch immer das dann ist, vielleicht anfängt zu singen, können Sie auf Ihrem Ende des Telefons so unterstützend mitsummen, auf Lulu oder hm, dass die andere Seite nicht so alleine in der Leitung ist. Sie können natürlich auch ganz forsch sein und sagen, hier Oma, kennst du das? Und machen, der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, zur schönen Maienzeit. Und fangen einfach an zu singen. Ach, dahin soll ich gucken? Ah, okay. Habe ich in die falsche Kamera geguckt. Also das ist auch ein Trick. Das Schöne daran ist, das ist dann ein Telefonat, was sich mal von den anderen unterscheidet. Sie merken ja auch, wenn man die gleichen Leute oft anruft, dann sind das wiederholte Gespräche, die immer wieder mehr oder weniger gleich ablaufen. Und man hat dann schon so ein kleines Grausen davor. Aber wenn man das auf diese Weise anreichert, kann das auf einmal Spaß machen. Lieder, die sich dafür eignen, sind ganz, ganz, ganz bekannte Lieder, wie zum Beispiel Bruder Jakob. Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Bim, bam, bum. Das ist ein schönes Lied. Wenn man diese Lieder alle betrachtet wie was Neues, wie was Kostbares, dann merkt man, dass die Hits geworden sind und die Jahrhunderte überdauert haben, weil sie so gut sind, nicht weil es nichts anderes gegeben hätte. Oder sehr schön, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Oder ein Vogel wollte Hochzeit machen? Meine Mutter hat mir mal so ein Buch gebastelt, das heißt Püppis Lieder. Da drin sind Lieder versammelt, die meine Oma gesungen hat. Das habe ich als Inspiration jetzt für hier durchgeblättert. Und da waren diese Lieder drin. Alle Vögel sind schon da. Bruder Jakob. Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Und der Kuckuck und der Esel, alle Vögel sind schon da. Aber natürlich auch Schlager aus der damaligen Zeit, die ich jetzt schon gar nicht mehr kenne, die ich mir aber damals mit dem Klavier zusammengespielt hatte. Also auf diese Weise kann man eine andere Verbindung finden. Und dann ist ja noch ein Punkt. Die alten Leute haben zwar ein super gutes Gedächtnis für alles, was lange war und können Texte überraschend gut, trotzdem haben sie manchmal nur eine Strophe oder nur eine halbe Strophe oder nur noch den Anfang. Und wenn dieses Thema ein Gesprächsthema geworden ist, dann sagt die Oma oder der Opa vielleicht auch, hier, ich weiß davon nur noch diese eine Textstelle, weil kannst du mir das irgendwie finden? Weil im Internet findet man mit kurzen Textbrocken, wissen Sie ja, im Nu ganze Texte und ganze Lieder. Und wenn man so einen Ausdruck dann mit der Post schickt, das ist für die alten Leute wie ein Wunder. Da kann man jemandem unglaubliche Freude machen. Gut, ich habe jetzt alles schon in guten 50 Minuten untergebracht. Wenn Sie noch Lust haben, könnten wir noch gemeinsam ein Sprachspiellied singen, den Tomatensalat. Der eignet sich sehr gut als Rausschmeißer, weil das auch so ein Ohrwurm ist. Wo habe ich den? Moment. Ich singe es mal vor.
Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Der Text lautet also nur Tomatensalat. Hier singe ich mal die Melodie, wie ich vorhin empfohlen habe, auf Lu. Lu, 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 lu. Nochmal auf Text. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Jetzt mal auf Lü. Lü, 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 lü. Und wenn einem dann irgendwann Tomatensalat langweilig geworden ist, dann kann man mal Pommes mit Mayo machen. Dann wird das Pommes mit Mayo, 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 Pommes mit Mayo. Und da kann man Gerichte über Gerichte erfinden. Ich habe mal hier eine Liste: Rhabarberkompott, Markklößchensuppe, Hühnerfrikassee, Vanillepudding, Schokoladeneis, Gemüsesuppe. Das macht sehr viel Spaß mit Kindern. Irgendwann macht das wie süchtig. Immerzu versucht man, neue Worte zu finden, die in diese Melodie passen. Gut, wir sind am Ende. Ich würde gern kurz zusammenfassen. Sie haben gemerkt, mit den Silben Lu und Lü kommt man gesangstechnisch sehr weit. Mit Mund auf A und mit Hua als Tonschleife kommt man sprechtechnisch schon sehr weit. Mit einfachen Liedern wie Backe, Backe, Kuchen und einem kleinen Spielzeug kombiniert, kommt man mit Kindern schon mit dem Singen sehr weit. Mit Geräuschen wie Hu oder A, die so Kopfstimmcharakter haben, so leicht hauchig sind, kann man schon als völliger Laie mit Kindern an ihrer sanften Sprechstimme arbeiten. Es ist